Abendroutine. Ich und meine Mama zusammen. Und wir gucken mal, wie es wird. Und hoffentlich gefällt euch dann unsere Abendroutine. Ja. Ja. Hallo ihr Lieben. Wir versuchen heute mal mit der Millet eine Abendroutine zu machen. Ihr wünscht euch das ja immer so. So, Millet spielt noch ein bisschen mit den Sachen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ich habe mich auf alles gefreut. So, abends um 8. Ich richte immer Millets Schlafanzug hierher auf ihr Bett. Und Millet zieht sich dann immer selber an. Stimmt's, Millet? Ja, das kann sie ja schon. Super. Ja. Millets Zimmer kennen wir schon ein bisschen. Kurz ein bisschen chaotisch. Bisschen chaotisch. Ha. Aber egal. Oh, ja. Millets Küche. Ha. Millets Monster High. Und da ihre ganzen Babyborn-Sachen und so weiter. Weiter zu Millet. Millet, was machen wir jetzt? Schlafanzug anziehen. Schlafanzug. Zähne putzen und mal Spange rein, dann ich mir ins Bett und schlafen. Dann kommt Mama was vorlesen, gell? Also bis später, Millet. Zieh den Schlafanzug an. Ja. Was machen wir jetzt, Millet? Jetzt gehen die Zähne putzen. Ab. Steh auf. Ah. Wir gehen die Zähne putzen. Ja. Ich begleite dich jetzt zum Bad. Ich verfolge dich. Na klar. Licht an. So cool. So. Sollen wir schon wieder putzen? Mhm. Boah, ein Elektrozahn, das ist so cool. Man denkt da, das ist ja was, aber es wirkt. So. Steh mal auf, bitte, ja. Hey. 2 Minuten lang, Millet. Ja, Bürste macht von selber piep, 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 wenn es soweit ist. Gut machst du das. Schön weiterputzen, ich komme gleich, Millet. Millet hat sich schon eingekuschelt. Ich lese hier immer ein bisschen was vor. Heute fangen wir mal das Buch Caro Carotte und die Kaugummi-Kids an. So 10 Minuten, 15 Minuten lese ich ihr vor und dann gehe ich raus und dann schläft Millet ganz alleine. Dann zeige ich euch mal, wenn sie eingeschlafen. Er hatte eine Glatze. Er sabbert, er schreit, er stinkt, er rülpst und alle finden ihn so süß. Tja, große Schwester zu sein ist gar nicht so leicht. Vorgestern wurde mein kleiner Bruder genau 3 Monate alt. Sein Name ist Marcel, aber so nennt ihn keiner. Bei meinen Eltern heißt er Marzi. Wahrscheinlich, weil es rosig aussieht wie ein Marzipanschwein. Ich finde, Brülläffchen werden am besten zu ihm passen, weil Brüllen eins seiner Hobbys ist. Aber manchmal finde ich ihn nicht ganz süß, vor allem seine dicken Bäckchen und seine winzigen Hände. Immer wieder nehme ich ihn dem Winzling auf meinem Schoß und schmuse mit ihm. Wenn er jedoch dabei einen großen Haufen macht, rufe ich schnell meine Mutter und flüchte aus dem Zimmer. An Marcells Mief kann ich mich einfach nicht gewöhnen. So, Millet, Mautilein, gute Nacht, bis morgen früh. Mhm. Gute Nacht. So, gute Nacht für die Millet. So, jetzt zeige ich euch mal, es hat keine 5 Minuten gedauert und Millet schläft schon ganz fest und tief. Und so funktioniert das bei uns jeden Abend. Gute Nacht, Millet, träum was Schönes, bis morgen.